Willkommen bei CZ Automotive. Heute Skoda Octavia RS Heckansatz. Was ihn zu anderen Produkten unterscheidet, wie er angebaut wird und wie es final ausschaut, seht ihr nach dem Intro. So, Brandy, was müssen wir als erstes machen? Den alten raus. Alter raus, sind 5 Schrauben, 1, 2, 3, 4, 5. Danach einfach runterziehen. Das machen wir jetzt. Ja. So, und jetzt haben wir die Löcher auch schon gebohrt und den Heckansatz soweit vorbereitet. Die Folie ist auch schon abgezogen und jetzt wird er dann final montiert. So, und dazu stecken wir den hier rein. Und das passt doch schon mal ganz gut. Ja. So, jetzt machen wir die Klammern noch drauf. Und die Schrauben von unten rein. Die Schrauben von unten rein. Ja. Jetzt ganz kurz noch die Geschichte hier. Der Vorteil von dem Heckansatz ist, man kann ihn mit Anhängerkupplung fahren. Der Originalausschnitt ist dort genauso zugänglich wie beim Originalteil auch. So, jetzt haben wir aber zusätzlich für all die, die keinen Bock haben, dass hier unten gar nichts ist und es ein bisschen so leer ausschaut, haben wir ein sogenanntes Add-on. Könnt ihr bei uns bestellen. Und der wird standardmäßig ausgeliefert mit einem 3M Klebeband, sprich das pappt mal einmal hin, geht nicht mehr weg. Das heißt, man kann auch keine Anhängerkupplung damit fahren. Alternativ kann man bei uns allerdings ein sogenanntes Klettklebeband kaufen im Shop. Im Übrigen alles verlinkt unten bei uns in der Videobeschreibung. Klett wird einfach von euch aufgeklebt auf den Positionen, wo es sein muss. Dann kann man das schöne Ding immer einfach klack hin und klack wieder wegmachen. Also, ich fasse zusammen, Heckansatz so wie er ist, mit Anhängerkupplung fahrbar, Add-on, wahlweise zum Hin- und Wegmachen oder zum Festen, für die, die vielleicht keine Anhängerkupplung haben. Ja, ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und es würde uns freuen, wenn ihr wohlwollende Kommentare, die Klingel abonniert und ein Like an uns gibt. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.